Mehrere Orte in Deutschland sind über die Weihnachtsfeiertage von starkem Regen und Überschwemmungen betroffen, wie hier im nordrhein-westfälischen Hamm. Rettungskräfte waren im Dauereinsatz, um besonders gefährdete Deiche mit Sandsäcken zu stabilisieren. Im niedersächsischen Landkreis Leer konnten zwei drohende Deichbrüche verhindert werden. Die Pegelstände seien in der Nacht um etwa 30 cm gefallen. Die Evakuierung von Anwohnern sei nicht erforderlich gewesen, hieß es von der Feuerwehr. Im Norden Thüringens kam es zu Überschwemmungen, teilweise fiel die Stromversorgung aus.